Das Leben meiner Mutter war eine außergewöhnliche Reise voller Höhen und Tiefen, die sie mit unerschütterlicher Stärke und Liebe gemeistert hat. In diesem dritten Teil blicken wir auf ihre späteren Jahre, die vor allem durch die Familie geprägt waren. Ihre Kinder und Enkelkinder bereicherten ihr Leben auf besondere Weise. Gemeinsam tauchen wir in die Erinnerungen ein und erfahren, wie sie mit ihrer Weisheit und Fürsorge die kommenden Generationen prägte. Also so ein bisschen alles so durcheinander, ne? Ja, ich kann das ja dann nachher schneiden. Das musst du dann eben ein bisschen sortieren. Das muss ich dann so in Ordnung ist hier, ne? Dass die noch vernünftig laufen. So, ja, du musst das noch bearbeiten, ja, diese klar, viele Sachen, ne? Ja, der Hauke, das war ein bisschen schwieriger alles. Der ist dann weggezogen hier aus Tündern nach Hameln, ne? Hatte dann seine eigene Wohnung da und dann hat er ja auch seinen schweren Unfall dann gehabt, ne? Denn zu Hause war denn, kriegte er immer Streit mit Hans, weil er seine Freunde eingeladen hat immer. Und die haben dann auch bis spät in der Nacht Fernsehen geguckt. Oder man muss dazu sagen, das Zimmer von Hauke war direkt neben dem Schlafzimmer. Und Hans natürlich wollte dann nachts seine Ruhe haben. Und wenn die dann da Party gemacht haben. Hat er immer gesagt. Ruhe, ne? Und da Hauke dann sagt, ich suche mir eine Wohnung und dann ziehe ich aus. Aber da hat er Pech, da hat er diese Nachtspeicheröfen und die haben ihn so furchtbar viel Geld gekostet. Und da hat er ja dann sich die andere Wohnung gesucht. Ne? Ja, erzähl mal von seinem Unfall, das gehört ja auch zu unserer Geschichte. Ja, war ja unten, wo er denn wohnte, da in der Stubenstraße, da war eine Kneipe, wie hieß die gleich noch? Nicht mehr. Müssen wir mal nachreichen, schreibt das dann noch. Ja, ich komme schon noch wieder drauf. Diablo nicht, nee, aber mit irgendwas. Jedenfalls hatte er sich mit den Wirtsleuten angefreundet und ist dann öfter abends hingegangen und hat ein Bier getrunken, weil er ja oben in dem Nachbarhaus oben wohnte, er hat es ja nicht weit. Und den Tag, da hatte er sich von seiner damaligen Freundin gezankt und ist auseinandergegangen und hatte dann ein Bier getrunken und ist mit einem Mitbewohner, so ein jungen Bengel, der war kaum 18, der ist mit ihm rausgegangen, so wie er das erzählte und hat dann gesagt Hauke hat dann gesagt, ich kann es nicht fassen, dass ich schon wieder keine Freundin habe, so eine Scheiße, hat er geschimpft. Und er hat zu dem gesagt, knall mir mal eine. Und er soll ihn gehauen haben und er ist hingefallen. Aber im Krankenhaus haben sie festgestellt, das muss mit einem Baseballschläger gewesen sein, weil die ganze rechte Seite zertrümmert war. Ne? Und dann haben sie ihn da liegen lassen und Passanten haben ihn gefunden und dann kam er hier ins Krankenhaus und musste ja dann die Gehirnschale weggemacht werden, weil sich das Gehirn eben schon angestoßen hat an die Knochen und dass er seitdem schwer beschädigt ist. Ne? Er lag dann ja auch im Koma eine Zeit lang. Ja, lag im Koma und war gelähmt, konnte nicht sprechen. Und Edmana und wir sind ja immer, du bist ja auch noch mit hingefahren. Die hat ihn immer die Hände massiert, weil die ja so waren. Ne? Und die Füße, da haben wir ihm Schuhe gekauft. Die wurden bis hier um ihn geschnürt, weil die Füße so kippten. Und er musste das denn, feste Schuhe, damit sie wieder so wurden. Und dann nach 6 Wochen war er da. Also 4 Wochen lag er im Koma. Und danach haben sie ihn dann langsam aufgeweckt. Aber er musste dann lernen, laufen lernen, sprechen lernen, kam nach Hessisch-Ollendorf und war da ein halbes Jahr, dass er da wieder lernte, sich selbstständig zu werden. Alles, ne? Was uns alltäglich normal ist, muss man dann wieder. Und danach, wie er denn wieder in seiner Wohnung war, habe ich mich ja auch immer um ihn gekümmert. Aber da war so
depressiv, dass er ewig immer in Lebensgefahr schwebte. Er rief manchmal an und sagte, er hat keine Lust mehr, er tut sich das Leben nehmen. Und Edmanon und ich, wir haben so Angst gehabt, immer wenn es Telefon ging, dass uns sagen, er hat sich was angetan. Und das eine Mal, da sagte er, rief er an, da sagte er, ich bin so die Treppe runtergefallen. Und dann bin ich hingefahren, der sah aus. Ne? Da sag ich, wie kommt das denn? Ja, epileptische Anfälle hatte er gehabt und war dann die Treppe runtergefallen. Und das hat er noch ein paar Mal gehabt. Und dann kam er ja in ärztliche Behandlung, kam auch zur Kur weg nach Clausthal-Zellerfeld. Und seitdem ist es so, dass er es jetzt im Griff hat. Ne? Ja. Er ist immer noch in Behandlung beim Nervenarzt und der will auch, dass er Rente einreicht, aber das will er noch nicht. Ne? Und er wird ja erst 50. Und, aber jetzt hat er das alles besser im Griff. Nur manchmal, dann sagt er, Mama, ich will jetzt erstmal vorläufig nichts von euch wissen, auch Edmana nicht. Dann dauert so 14 Tage bis 3 Wochen und dann ruft er an und sagt, ich habe Heimweh nach dir. Und in dieser Zeit lassen wir ihn ganz in Ruhe. Ganz in Ruhe lassen. Aber es ist schon viel besser geworden. Okay. Ja, den Matthias hast du dann auch zwischenzeitlich unter die Haube gebracht. Der ist dann nach Springer gezogen erst mit also der Sabine. Durch meine zukünftige Schwiegermutter. Die hat dafür gesorgt, dass Matthias sich mit mir wieder vertragen hat, Sabine. Ja, die hat dafür gesorgt. Du warst immer noch so abweisend zu mir. Und mit Sabine habe ich ja heute noch so ein Liebes. Die hat dafür gesorgt, dass du zu mir gekommen bist und dass wir uns wieder vertragen haben. Mhm. Denn du hast mir das lange übel genommen, dass ich dich weggegeben habe. Und das tat mir auch hinterher so leid, dass ich das gemacht habe, denn du warst dadurch, dass Edmana ja bei ihrem Vater da lebt, warst du ja mein Liebling. Ja. Du warst ja mein Goldi, ne? Ja. Ich habe dich immer beschützt und ja. Ja, es hat mir aber auch geholfen, selbstständiger zu werden, ja. auf eigenen Füßen zu stehen, praktisch. Ja. Ja, genau. Ja, wir wohnten dann erst in Springe und dann später in Mittelrode. Das ist so ein kleiner Ort in der Nähe von Springe. Schön, da hatten wir dann auch ein Haus. Das war schon schön. Und dann ist leider diese Ehe dann auch zerbrochen. Und ich bin dann weitergezogen nach Cuxhaven. Und ja, die Edmana kam aber zurück. Die hat dann ihren Wolfgang dann kennengelernt, ne? Und wohnt dann auch hier bei dir in der Nähe. In Fränke erst. Nee, das war Wolfgang, ne? Das war Wolfgang. Ja. Und dann hat sie ja den kennengelernt, den Dirk in Hannover. Ja. Und dann kam der Wolf. Dann kam erst der Papa vom René. Das müssen wir alles. Der Bernd. Erzähl mal was vom Bernd. Also Bernd war ein hübscher Mann und Edmana arbeitete mit der Schwester zusammen als Sprechtonhelferin beim Augenarzt. Und die hat gesagt, du, wir gehen da in Grunde mal schön essen und so. Ich lade dich mit ein, mein Bruder kommt auch. Und so hat Edmana den kennengelernt. Durch die Tina, seine Schwester von Bernd. Und da war noch eine Arbeitskollegin, die wohnte in Hameln. Die drei, die waren dann so zusammen. Und da lernte sie Bernd kennen. Und da er ja ein hübscher Kerl war, ne, und so, ja, dann wurde sie dann in Grunde eingeladen und hat sie denn da auch gewohnt im Haus mit. Und die Schwiegermutter, ihre zukünftige, die mochte sie so gerne. Die war so glücklich, dass der Bernd so eine nette, da war sie auch noch schlank, eine hübsche, da war sie auch noch hübsch. Die ist ja immer noch hübsch. Ja, die war, und die konnte sich auch gut kleiden und so. Die war echt, jedenfalls hat sie da, war sie mit Tini und denen dann befreundet. Und aber der Bernd war so furchtbar geizig. Und wie der René geboren ist, der hat sich kaum um René gekümmert. Der kam nicht zur Kindtaufe. Er hat sie nicht besucht, wie sie im Krankenhaus lag. Ich habe ihr dann
bei der Entbindung geholfen, ja, habe den war René. Ich war auch immer mit dabei. Ja, ich war bei der Entbindung dabei. Und er kam nicht, besuchte sie nicht. Der hat sich erst sein Kind angeguckt, wie sie dann wieder in Grunde war. Und da sie da mit ihrem Freund da im Keller wohnte, da ist sie ins Nachbarhaus gezogen und hat sich da zwei Zimmer genommen. Und der Bernd ist dann da auch mit eingezogen. Aber es war einfach furchtbar. Der war sowas von geizig und Desinteresse. Und da habe ich dann gesagt zu ihr, sieh zu, dass du eine Wohnung kriegst, eine andere, und dann trennst du dich von Bernd. Und dann kam sie, jeden Tag kam sie mit, von Grunde mit dem Kinderwagen zu uns. Und da hat sie in der Zeitung gelesen, dass eine Wohnung frei wurde bei Usa Adels und ist da eingezogen und hat denn da gewohnt. Ne? Und dann hat sie dann auch ihren jetzigen Freund kennengelernt. Ne? Ja, den Wolfgang. Ja, der hat sich ja auch sehr um René dann gekümmert. Ja, der war sehr streng im Anfang, das konnte ich erst gar nicht. Aber wir sind froh, der hat was Vernünftiges aus ihm gemacht, ja. Denn wir hätten ihn zu sehr verwöhnt. Und aus René ist wirklich ein guter Junge, der hat seinen Weg wirklich er gut gemacht. Er hat Liebe gekriegt. Und ich habe mich viel um ihn gekümmert. Ich habe ihn in den Kindergarten gebracht und manchmal hat Hans ihn abgeholt. Er liebte seinen Opa und dann hat er hier geschlafen, bis Edmanna von der Arbeit kam. Aber wie er denn zur Schule kam, habe ich gesagt, Edmanna, das kann ich nicht mehr. Du musst dich jetzt um eine andere Arbeit bemühen. Und da hat sie ja dann aufgehört. Und beim Bäcker war sie ja und hat erst mal, wo war sie dann? Ach so, dann hat sie Essen ausgefahren. Ja. Von Tönebend Stiftung hat sie Essen ausgefahren. Ja. Und hat dann sich langsam entwickelt, dass sie Pflegerin geworden ist. Genau. Ja, mit den Vätern ist es immer schwierig gewesen in unserer Familie. Aber mit Hans hat dann... Ja, wunderbaren Opa gekriegt. Ja, es gibt auch Positives. Nur mit unserem leiblichen Vater haben wir Kinder ja auch gar keinen Kontakt mehr. Hauke und Edmanna. Und das ist ein bisschen traurig. Wir wissen gar nicht, ob er überhaupt noch lebt. Ja, wie ich damals Hans kennenlernte, da habe ich zu ihm gesagt, ich habe jetzt einen Freund. Ja. Das ist aber nur mein Freund und nicht euer Vater. Ja. Das ist auch euer Freund. Und so ist es dann auch. Edmanna sagt denn, wenn sie irgendwo, und die muss uns so vorstellen, das ist mein Vater, mein Stiefvater, sagt sie denn. Ne? Für sie ist das ihr Vater. Ne? Ja, der Hans war auch immer für Edmanna da. Er hat sie sehr geliebt auch, ne? Und so. Kommen wir noch mal zu Dietmar. Das ist dann ja leider nicht sehr traurig geendet, sehr tragisch. Mit Dietmar? Ne, genau, er ist ja dann, die haben sich ja getrennt. Regina ist mit Claudia nach, ich weiß nicht, wo sind die gezogen? Wie heißt das? Kleine Hilligsfeld gezogen. Okay. Da habe ich ja die Wohnung noch besorgt. Ja. Und ein Auto gekauft, denn ich wollte nicht, dass... Das hieß damals, Dietmar würde so viel trinken und er war immer besoffen, der hat sie auch mal geschlagen. Aber ich habe mich da nicht eingemischt, ich bin auch nur hingefahren, weil meine Enkelin Sauberkeit haben sollte. So. Und wie Regina dann sich getrennt hat, da war ich nicht böse mit Regina. Ich habe gesagt, ich kann nicht verstehen, wenn mein Mann mich schlagen würde, würde ich auch weggehen. Damals konnte ich Dietmar nicht verstehen, dass er so getrunken hat, ne? Und das ist dann ja auch später schlimmer geworden und er hatte so furchtbar Weichräume. Und wie er denn so krank wurde und immer nur Alkohol getrunken hat, da habe ich mich ja dann mit den Ärzten unterhalten und da haben die gesagt, dass er inwendig so kaputt war. Die ganzen Organe waren kaputt. Und weil er so Schmerzen gehabt hat, desto mehr hat er getrunken. Und darum hat er auch diesen Kräuterschlaps getrunken. Wir haben 85 Flaschen bei ihm gefunden, leere. Und dann sagte er, denn wie es dann am Ende entgegenging, da sagte er selber, Mama, ich kann nicht mehr, schick mich ins Krankenhaus. Und da habe ich gesagt, ja, ich rufe einen Krankentransport an und dann kommst du ins Krankenhaus.
Und da er den paar Tage vorher schon sich nicht mehr, da konnte er nicht mehr duschen, weil das so hoch war, ne? Und dann musste er sich nur waschen. Und da habe ich eine Wanne genommen mit Wasser und habe ihn nackig ausgezogen und habe ihn von oben bis unten gewaschen. Und die Fingernägel geschnitten, die Fußnägel. Und dann habe ich den Krankentransport angerufen. Denn ich habe gesagt, dreckig gehst du mir nicht ins Krankenhaus. Und das war zu der Zeit, da war die Grippe so schlimm. Und der haben sie ihn abgeholt und ich habe gesagt, er hat Leberzirrhose, er muss ins Krankenhaus. Und da haben die nirgends ein Bett gekriegt. Und da ist er nach Großburg-Wedel gekommen. Und da sind wir dann 3 Tage später, bin ich mit Edmar dahin gefahren. Und wie wir ihn gesehen haben, da hat Edmar gleich gesagt, den sehen wir nicht wieder, der stirbt. Und wie ich ihn da eingeliefert habe, den Tag, da hatte ich ihn eigentlich verabredet mit ihm, wollte ich immer einmal die Woche habe ich mit ihm eingekauft. Und da hatten wir uns verabredet an der Bushaltestelle bei ihm. Und ich komme mit dem Auto und denke, wo ist er denn bloß? Und da saß ein Mann in der Parkbank mit einem weißen Vollbart und Pudelmütze auf und sah so richtig alt wie ein uralter Mann. Und da ich mich so erschrocken. Und da sagte er ja, er kann nicht mehr, er wollte ins Krankenhaus. Und da haben sie mir dann vom Burgdorf-Wedel, haben sie dann die Ärzte angerufen und gesagt, dass er so krank, so todkrank ist, dass sie ihn eigentlich auf die Intensivstation legen müssten. Aber dann würde er ins Koma fallen. Und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Er soll in Ruhe sterben. Ja. Und daraufhin haben sie von den Apparaten alles abgelöst. Und da ist er ja denn, weil er nicht nach Hause konnte und da im Krankenhaus konnte er nicht bleiben, ist er ins Altenpflegeheim gekommen. Wo war das? Wie heißt das? Ronneberg. Nach Ronneberg. Und zwar ist das ein Altenpflegeheim für Süchtige und Alkoholiker. Ja. Da kam er denn hin und hatte einen Tag gelebt, dann ist er gestorben. Ja. Das war schlimm. Das war so schlimm, ja. Ja, das eigene Kind zu überleben, das ist, ja, ist nicht gut. Das war. Ich habe, bin immer für ihn da gewesen, auch wenn er. Dann rief er immer jeden Sonntag um 12 rief er hier an. Das Erste, was er immer sagte, ey, du Ziege, wie geht's dir? Ne? Und dann war, der war immer so ein bisschen ruppig. Aber, ja, aber ich blieb auf meine Art. Ne? Ja, und ich hatte Dezember mir ja meine Hüfte gebrochen und konnte selber noch nicht laufen und hatte dann aber für ihn eingekauft und die Treppen hochgetragen. Als ja. Mir ging es selber so schlecht, aber für ihn habe ich trotzdem immer gesorgt. Ne? Du hast dich dann ja auch darum gekümmert, dass er halt hier auch nach Tündern auf den Friedhof ja. kommt. Ich habe dann gleich Edmana, die hat dafür gesorgt, dass wir den Bestattung von Kirchosen, die hießen Mars? Mhm. Oder so ähnlich, den Bestatter. Und der kam dann und dann habe ich gesagt, ich möchte meinen Sohn hier in Tündern beerdigen. Er sagt, er erledigt alles und ich sage aber, ich möchte ihn noch sehen. Ich will von meinem Sohn Abschied nehmen und er wurde ja auch verbrannt. Ne? Und dann waren wir ja mit Edmana da in der Totenhalle in Hameln. Die hatten ihn so schön, der sah gut aus. Oh, die war... Der hatte ja keine grauen Haare und volles Haar noch. Und dann hatten sie den Bart abgemacht. Und ich hatte zu dem Bestatter gesagt, was haben sie mit meinem Sohn gemacht? Der sah 10 Jahre jünger aus. Und da sagt er, ja, wir haben Nivea des Todes. Und sagt er, wir machen so, dass sie gut. Und der sah so gut aus. Und Edmana hatte ihm, ich hatte ein weißes Sweatshirt für ihn, eine schicke schwarze Hose hat er angekriegt. Das wurde zwar nach alles, aber er sah so gut aus. Die Haare so schön nach hinten, so voll.
Und nur seine Hände, die waren so verkrüppelt, ja. Die waren so schlimm da. Und ich habe ihn da noch, und das war so schön, die schöne Musik und so. Und wir konnten lange da bleiben, und bis ich mich dann beruhigt hatte, dass wir weggegangen sind. Da war ich richtig zufrieden, weil er so gut aussah, Matthias. Der war so zufrieden, das Gesicht hat er gemacht. Ja. Hier sind wir voll. Jetzt müssen wir erstmal eine kleine Pause einlegen, würde ich sagen. Machen wir erstmal Mittag. Ne? Hast du sehr schön gemacht, Mama. Ich muss dich loben. Ja, manchmal ist das ein bisschen alles so durcheinander. Ne? Das musst du dann eben ein bisschen sortieren. Ne? In der nächsten Folge von Die Geschichte meiner Mutter besuchen wir einen bedeutenden Ort aus ihrer Vergangenheit. Das Elternhaus, in dem alles begann. Oh, guck, der Zaun fängt an zu rosten. Kalle, du musst den streichen. Kalle, du musst den Zaun streichen. Dieses, das wollte er vergolden lassen. Das wollte er in Gold haben.